seid ihr dran. Mach. Also einer von euch. Ja, ja, ich denn. Ja, und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, wieder zurück bei Simple Ways to Cry mit der Chaosruppe in der Küche. Das war toll, oder? Das war so richtig mies. Das war der Hammer. Du bist ein Moderationsgenie. Das war total mies, aber es reicht ja auch, um euch einfach hier herzlich willkommen zu heißen bei unserer neuen Staffel. Es wird jetzt Nacht. Jetzt im Prinzip, ich bringe schon mal eine Menge Holz mit. Im Prinzip können wir da drinnen heute Nacht schon, das ist ja das Schöne, das Ding ist schon so groß, wir können da Schuhe werken ohne Ende. Ja. Ja, wir müssen noch viel, viel ausbauen, aber die Kirche sieht echt aus wie damals. Ich freue mich wirklich innerlich wie so ein kleines Kind. Also ich bin sofort zurückversetzt in die Zeit, wo das so alles angefangen hat. Ich weiß gar nicht, wann wir die mal gespielt haben. Alpha 5? Also es war relativ zu Anfang, habt ihr die Kirche gehabt. Da war ja Patty noch mit dabei. Du hattest das Einsturz vom Dach fabriziert. Ihr hattet einen Whirlpool. Der Whirlpool. Die Szene mit dem Whirlpool. Oh, das war so genial. Halten wir fest, dass Jorle das war. Was? Na, das mit dem Einsturz. Was hab ich denn? Ich hab Maple Seeds sehen übrigens anders aus. Hab ich das schon erwähnt? Das hat Jorle gerade schon gesagt. Mann, ey. Aber kannst du dich noch erinnern, da haben wir noch, als wir das Fenster gemacht haben und so, da haben wir noch drüber philosophiert, wie das mit den Spielen ist und Early Access und so. Ja. Das war damals auch schon ein Thema. Damals. Ja, ich meine, das ist schon 2 Jahre her. Jetzt ist nur die Frage, auf welche Höhe wollen wir denn den neuen Boden einziehen, den zweiten? Ja. Mach mal ein bisschen, also ich will jetzt nicht, dass mir das Ding sofort auf den Kopf spuckt. Also Höhe des obersten Fensters würde ich jetzt den Boden einziehen. Warte mal, ich komme gerade rein. Ah, jetzt geht auf den letzten Meter, geht die Böse. Das oberste Fenster mit Holz, da auf die Höhe. Also hier so über der Fackel die Höhe, ist das richtig? Über der Fackel? Nein. Da oben. Also, na mach mal, setz mal da. Ich habe keinen Frame gerade bei mir. Noch einen höher meinst du, also da. Ja, oder sogar noch einen höher. Das ist dann ja egal. Aber ich würde es auf die Höhe machen. Weil dann haben wir hinten ein schönes Panoramafenster, was du haben wolltest. Dann setzt es aber ruhig hier über, also eins über der Fackel. Dann haben wir ja noch mehr. Also die Höhe. Aber dann finde ich das schon wieder so. Ja, dann mach einen höher. Mach einen höher. Hier. Das Gespräch ist da. Aber das. Genau. Immer das. Gut. Und ich baue dir mal die Bänke jetzt ab. Die stehen ja auch wirklich nur im Weg. Mann. Auch gleich da mach ich die Wände, die Dings weg. Ich hab dir leider nur 6-mal Animal Hide bringen können. Ja. Tut mir leid, wir müssen jetzt erstmal hier das mit der Axt einfach weghauen. Huch. Ach so, Fackeln. Ich leuchte mal aus, ne? So, ja. müssen wir das Forge-Rezept immer noch finden? Nein. Das ist aber schon lange nicht mehr Fleck. Ich erklärt, aber gut. Ja, ja. Die Forge musst du schon lange nicht mehr finden. Oh Gott, Leute. Sie ist schon wieder fixert, alle. Na, ich will nicht. Na, ich komm jetzt mal rein, das ist mir hier zu gruselig. Mach doch. Tür zu, Affe tot. So, Fackeln könntest du hier drin auch vertragen. Hab ich doch gerade gesagt, dass ich das mache. Haben wir das? Ja. So, ich hab Holz mitgebracht. Brauchen wir Woodframes? Kannst mal verkleiden, weil das ist ja hier alles noch. Ganze Kirche soll ich verkleiden? Ja. So, whole fucking. Warum hast du den einen hier freigelassen? Dann war das ein Versehen. Fenster verstärken, sowas. Man kann Fenster verstärken. Sache. Der Pörner. Das ist alles verbarrikadiert. Das kriegen wir hin. Ah, oh, Jenny kriegt hier auch schon einen Zusammenbruch. Deswegen sagt die auch nichts mehr. Meinst du? Nee. Ja, ich weiß das. Die ist nur total unangenehm berührt, weil du so austickst. Ich finde die total doof. Ich bin nur schon wieder hochkonzentriert hier beim Bauen. Ich bin nur am Überlegen, wo bauen wir denn eine Treppe hin? Bauen wir eine Wendeltreppe? Du meinst an der Wand? Eine Wendel? Haha! Ich finde vielleicht parallel. So, also ich hätte jetzt, hier. Dann kommt man hier so hoch, so. Ich hätte jetzt. Aber das war, glaube ich, schon damals so, ne? So rum
die Treppe gebaut, oder besser gesagt. Mach das. Kann ich so die Woodframes verkleiden? Oder lass es nochmal bitte. Weil ich mir noch nicht sicher bin. Lass die mal dann mal. Lass sie mal. Ich sag dir Bescheid. Du kannst die beiden Stützpfeiler hier schon machen, Fleck. Verkleiden. Ja, die kannst du verkleiden. Mit dem bin ich definitiv durch. Bricht doch wieder alles zusammen. Ich sehe das schon kommen. So. Hat irgendjemand was dabei, was ihn stinken lässt? Nee, ne? Nö. Oh, vielleicht sollte ich mal doch, was... Icke. Jetzt sollte ich mal was trinken, sehe ich gerade. Ja, wir haben auch leider nicht mehr so viel zu trinken. Ich habe da in die eine Kiste habe ich was gemacht, muss mal gucken. Wie viel muss ich da trinken, damit ich wieder auf 100% bin? Ja, es ist schon ein bisschen. Ich habe jetzt zum Beispiel gar nichts mehr zu trinken. Also ich habe jetzt im Koffer sind noch 4 Gläser drin. Wer hat denn jetzt hier das so einsortiert? Na gut. Warum nehme ich hier die Wrench? Okay, wir haben 8 Animal Hide. Wir haben 6 Fleisch, also immerhin. Ja, das hätten wir. Ich habe eine Wrench und ich werde sie übernehmen. Ach ja, und die Fackeln natürlich. Ach ja, dieses doofe Kreuz. Was noch? Das ist uns auch irgendwann mal entgegengesprungen. Was? Das Kreuz ist uns irgendwann mal entgegengesprungen. So, ja. Was ist uns das Kreuz? Echt? Hm? Ah, ich weiß noch, da oben hatten wir dann genau an diesen Querstreben. Ich glaube, das war auch ein Fehler. Ich glaube, die haben wir abgebaut. Kann das sein? Ja, aber die musst du ab einem gewissen Zeitpunkt abbauen, Fleck. Das hat aber geklappt. Aber wir haben es ja dann auch gut gestützt. Also ich weiß nicht, wie das jetzt so sein wird. Wenn man das falsch, ne? An die zweite. Nee, ist richtig. Oh, ich brech's ab. Zweite. So, gib mir meine Axt. Was hat sie denn? Die Rennen. So. Ja, yeah, Level 9. Es ist schon gut, dass du jetzt, glaube ich, 1 nach oben gehst. Das ist schon ganz gut. Level 3. Perfekt. Kommt hin, passt genau. Bänke müssen auch noch weg, ne? Ja. Ja, ja, die Bänke. Das wird noch so, Wir brauchen eine Pickle-Axe. Quatsch, eine Holzaxt. Wir brauchen eine richtige, Guck mal kurz, wo ich die Punkte reinsetze. Wo wäre denn sinnvoll am Anfang? Weiß ich, da müssten wir uns vielleicht auch ein bisschen absprechen. Dass dann einer vielleicht sich auf Muni konzentriert. Oh, kein Holz mehr. I'm out of Holz. Ich hab noch Holz. Fleck, du darfst dann auch verkleiden, ne? Bin dabei. So, du meinst die... Oh nein, jetzt habe ich die alle falsch gesetzt. Verkleide. Na, komm. Jetzt muss ja symmetrisch sein. Symmetrie. So. Oh Gott, hier werden doch viele Bäume ins Land gehen. So, ist das jetzt richtig, Jo? Jetzt wird's aber dunkel hier oben. Oh ja, die Treppe ist schick. Die sieht schön aus, Jenny. Ja? Ja, richtig schön. Und so haben wir nämlich den Platz optimal noch genutzt, weißt du? Ist nicht so mitten rein, so bäm. So, dann gibt's jetzt die Fackeln. Wir sind total... Wir sind am Ende des LPs. Also wir sind echt am Ende des LPs. Wir sind viel zu produktiv. Guckt euch das an hier. Nichts geht kaputt. Nichts. Soll ich einfach mal in der Kirche... Ich habe noch 20 Tretminen. Nein! Einfach mal in der Kirche so... Nein. Bitte nicht. Einfach mal so... Als, wir haben noch Ostern, so als Überraschung. Also als Eier, weißt du? Kann man die finden? Da fällt mir ein. Ja. Ich hätte gerne Sofa-Ecke. Ach ja, eure Talking-Ecke außer. Genau, wir brauchen eine Talking-Ecke. Da kriegen wir immer Gäste, ne? Da kriegen wir auch immer Gäste. Nee, wir haben uns dann immer eine angedüdelt und dann haben wir. Hab ich dich erschossen? Genau, dann genau. Hab ich dich erschossen. Damals gab's das mit dem Wellness-System noch nicht, also. Da war uns das egal, da haben wir uns permanent erschossen. Genau. Jetzt mittlerweile sind wir reifer geworden. Jetzt darf ich einfach nicht mehr. Nein, das hat nichts mit Reife zu tun.
kleine Treppe. Man kann raufgehen und man kann wieder runtergehen. Raufgehen und man kann wieder runtergehen. Das haben so Treppen an sich, habe ich gehört. Krasser Shit. Ist aber auch nur ein Gerücht. Also es hält sich aber auch schon ein paar Jahre. Also wurde aber nie offiziell bestätigt. Guck mal, also, ich habe eine French. Ich kann super schnell verkleiden. Herzlichen Glückwunsch. Warum kann ich das da oben nicht verkleiden? Kein Holz mehr habe, richtig? Super. Ja, ich habe auch keins mehr. Ich habe mir gerade ein bisschen was von den Bänken und die müssen ja eh weg. Die Bänke ab. Genau. Klingt jetzt auch nicht mehr so viel, aber hey. Gut Zeug. Echt? Aber bei dir? Also nein, natürlich nicht. Oh, ich bin die Stone Axe kaputt. Würde mich dann auch. Auf was spezialisiere ich mich denn? The Fixer. Was ist denn The Fixer? Nee. Armor Smithing möchte ich auch nicht. Ich möchte Werkzeuge bauen. Was muss ich nö, dafür? Ich will Werkzeuge. Dann mach du halt Werkzeuge. Nein, Quatsch. Das werden wir aber, ich schätze mal, eh alle so ein bisschen skillen. Dann nehme ich Arch. Das habe ich letztes Mal genommen. Jenny, du bist unsymmetrisch. Jenny, du bist. Scheimkleister, ich bin um eine mein verrutscht. Was ist kaputt? Die ist eine verrutscht. Ich bin eine verrutscht. Was knurrte da? Das ist dein Magen. Klang wie ein kleiner Hund. Das ist nicht mein Magen. Der klingt eher wie ein großer Hund. Da. So, mal gucken, wie viel Holz ich jetzt wieder habe. Ich kann ja nicht. Was mache ich hier eigentlich? Ich kann ja gar nicht. 144 ist ja nichts. Nee, bau mal weiter die Bänke ab. Nein, da. Ich bin zu niedrig. Wie zu niedrig. Scheiße. Muss ich den wieder abbauen, ne? Ja. Dann trinke ich mal einen Schluck Gavel. Genau, wir hatten da ein. Das ist eine super. Dann bauen wir da nämlich. Hier, sag ja. Schon. Ihr wisst, was ich meine. Ebenen ein und unten drunter kommt. Warte, hatten wir das auch in der Kirche? Eine Mine? Ja. Ich weiß es nicht. Nee. Das, wo habe ich denn dieses meine Höhle gebaut? Hatten wir irgendwo mitten auf der Straße was gebaut? War das nicht auch irgendwie? Ja, wir sind auch hier direkt einfach runtergegangen. Hier direkt runter, unter die Kirche. Das war ja auch fetzig. Fetzig! Ja, fetzig. Nee, wo haben wir denn... Was? Haben schon? Wir die Kirche schon untermint? Nee. Ja, habt ihr. Haben wir? Ja, wir sind... kannst du dich nicht dran erinnern? Wir sind hier, hier so... Ab hier sind wir direkt einfach rein. Zwei breit war das damals. Ja, hier einfach so tschuck, einfach rein. Der Burner. Ja. Was sind wir Jenny, wir sind so produktiv. Aber das hat damals ewig gedauert, bis wir hier mal eine zweite Etage gezimmert haben. Und jetzt ja, weil wir uns, wie gesagt, hauptsächlich umgebracht haben. Ist das euch zu viel, Torch? Nein, also, überhaupt das jetzt nicht. Das steht für eure Frames, weil dann müssen wir nämlich ein bisschen aufpassen. Also ich habe 30 bis 50 FPS, also. Soll ich die Bänke an den Seiten ja auch weg? Ich habe jetzt 50. Ein bisschen ist es runtergegangen. Die Bänke alle abbauen, ja. Achso, was war hier oben? Ja, auf jeden Fall. Komm, mach die weg hier. Ich habe einen Puffercoat. Dann müssen wir ja morgen oder nächsten Tag so richtig viel Holz besorgen und die Tiere jagen. Steine und Halt. Nein! Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, auch noch ein Schlafsack. So, also das Grundgerüst, das Abstützen steht schon mal. Was machst du da, Jolle? Das kommt genau hin. Kurz aufgewertet. 1, 2, 3, 4, 5. Ich müsste hier allerdings noch einen hochziehen. Ja, stell einfach hin. Das wird hier eh alles weg. Das kommt alles weg. Jenny, wenn wir richtige Kisten machen, wahrscheinlich wird das hier unten direkt unsere Halle mit den Kisten, oder? Ich weiß es nicht. Das muss weg. Auch ja, würde der Mist hier, das muss dann weg. Ja, guck mal, wie das aussieht. Wenn ich bei Hempels unterm Sofa. Ich schläfe eigentlich in der Mitte. Ah, Fleck umgeben von zwei Frauen. Ich hab mich da nicht hingelegt. Das war da so. Ja, dein Schlafsack hat sich ja von allein hingelegt. Und was ist mit dem. Soll der soll ja auch weg, oder? Der kommt da, wo Jenny gerade drauf rumkraxelt. Ja. Was? Kann so. Auch weg. Also mein Grundgerüst ist dann fertig. Ich habe auch kein Holz mehr und keine Frames mehr. Ja,
Ja, Holz ist auch. Wir haben auch keins mehr. Habe ich es richtig gehört? Nee, ist ein Ohr. Was wollte ich sagen? Wie viele Stützen habe ich denn gebaut? 1, 2, 3, 4, 5. Sag mal, Jorle. Ja, Schnuppi. Wollen wir deine Fackel mal anders setzen? Weil ich würde gerne. Ja, mach doch. Brauchst nicht, weil. Mach doch einfach. Ich das ein bisschen schön. Ja, ne, das ist ja, das ist sowieso richtig hübsch. Machen wir jetzt auch hier noch hübsch. Ja, das wird richtig schick. Toll. Also ich bin begeistert. Oh, hier ist ja schon Clay drin. Ja, den habe ich schon geholt. Warum leuchten die Lampen hier an der Seite? Bitte nicht. Stimmt, die beiden leuchten hier, ne? Ja, auch fand ich. Könnten mal ruhig leuchten. Da. Die Kirche sieht gleich noch fest. Oh, wir haben Bottled Murky Water. Das habe ich auch mitgebracht. Hier können wir einen Rosamunde Pilcher-Film drehen. Nein, bitte nicht. Also ich bin der ehemals erfolgreiche Oberarzt, seine Liebe verloren hat und deswegen nach Afrika gegangen ist und da 20 Jahre Waisenkinder aufgezogen hat. Und komme jetzt aus Afrika zurück, braun gebrannt, wettergegerbt mit Schlapphut. Ja? Ja. Und dann treffe ich meine Verflossene wieder. Die ist aber mittlerweile verheiratet mit dem anderen erfolgreichen Chirurgen. Warum haben wir ein Feuer hier in unserer Kirche? Ich mach Wasser. Ich habe gerade noch ein bisschen Wasser da. Das ist doch. Und wir haben auch ein bisschen Fleisch. Aber ich muss sagen, ich glaube, wenn das ausgebaut ist, sieht das richtig geil aus. Das sieht doch jetzt schon mit den Treppen. Oder könnt ihr mal zu mir blicken? Oder? Jenny, guck mich mal an. Ja. Mit Fackel, ohne Fackel? Toll aus. Ihr beide hier in diesem. Passt schon. Oh, mir ist ein bisschen warm. Fange ich schon so an wie Minias hier. Warm. Oder wir drehen die Kirchenszene von Kill Bill nach. Was auch du ist, ne, Jenny? Auch. Ich sehe schon, ihr findet das nicht gut. Ja, die Kill Bill-Szene. Ich hab's ja verstanden. Ich erwärme mich. Also, mir ist warm, meine ich damit. Ja, du stehst wahrscheinlich am Campfire. Nee, ich muss die Jacke einfach ausziehen. Die Jacke ist warm. Das ist zu heiß für hier. So sehe ich besser aus. Oder? Jetzt too hot. Hier noch irgendwas drin? Oh Gott, das da rein? Okay, wir brauchen also Holz als nächstes. Und ein Weiß. Ein Cooking Pot, dann können wir auch scrappen. So. Wir haben 12 Gläser. Ja. Was haben wir? 12 Gläser. Warte! Ich habe auch noch 4. Ja, Arrow. Danke. Ich geh Wasser holen. Was soll jetzt nicht? 3 Uhr noch wart. So, ich geh jetzt Wasser holen. Nein, geh ich nicht. Lone Eggs. Vielleicht ist das noch ein bisschen zu hell, aber also hier in der Stelle, obwohl du hast. Jenny hat auch gerade eine Fackel in der Hand, okay. Holz brauchen wir auch. Ja, dann geht's. Dann geht's eigentlich. Stone Eggs, genau. Aber das sieht so geil aus mit diesen Treppen. Das sieht richtig gut aus. Richtig gut. Und wenn ich jetzt theoretisch noch unten so eine hinsetze, dann sieht's noch pompöser aus. Ja, pompöser. Das Aber das machen wir nicht. Aber weißt du, was du machen könntest an der Stelle hier unten? Hm? Genau an der. Da gibt's doch die. Diese Stangen, wie heißen denn die? Wie heißen sie denn? Geht das mit den Pillars auch? Nee, das Wood sind die Pillars. Dicken. Es gibt auch noch diese ganz dünnen, einfachen Stangen. Da kannst du auch so einmal rum, weißt du? Dann ist das. Ein Woodpole. Das wird, glaube ich, noch putzig. Ja, das Wooden vielleicht. Pole. Ja, könnte. Wollen wir mal probieren? Ich hab nur 8 Holz. Ich kann nichts mehr ausprobieren hier. Ja. Warte mal, ich mach mal einen hier. Kannst du. Gleich renn ich raus. Kannst du dir, mach's gleich mal hier an der Stelle. So. War die Kirche von außen sind auch sind halt aus aber Holz? Die Ecken offen, aber ich weiß nicht, wäre vielleicht auch lustig. Ist eine Idee. Ja, guck mal. Kannst uns ja noch überlegen.
So, raus geht's. Holz, Tiere. Komm raus, ja, Jenny. Der Baum. Es regnet. Auch kein Mensch. Es regnet. Was? Es regnet. It's rain a man. Hallelujah, it's rain a man. Rain a man. Was? Der Zombie zerfällt? In Skelett? In so ein Skelettding? Und das musst du dann auch nochmal. Auch nochmal kaputt machen. Yeah. Also es gibt keine Goreblocks, sondern die hinterlassen so ekelhafte. Okay. Zombie-Teile. Ihr holt schon Holz, wie ich sehe. Dann gucke ich mal, ob ich Tiere finde. Wollte ich gerade sagen, guck du mal, das war irgendwie. Werd mal die Karte erkunden. Ich habe auch die Gläser bei, deswegen mach ich nicht mal schnell. Also ich weiß, wo die Wüste ist. Die müsste theoretisch ganz unten rechts auf jeden Fall beheimatet sein. Also im Osten denn sozusagen. Unten im Osten. Also im unteren Eck der Karte. Okay. Ja. Und ab dafür. Aber es gibt ja eben auch tausend neue Locations. Also soll ja unter anderem auch, was wir jetzt gesehen haben, Flag ist so ein neuer Coffeeshop. Der war lustig. Ne? So Bär-Coffeeshop. Ja, aber da waren wir ja nicht drin. Nee, da waren wir leider nicht drin. Ja, und dann, was gab's da? Ich hab's ja gesagt, also wir waren da nicht drin, ist aber ein neuer Laden. Dann gibt es wohl eine Banditenstadt. Das ist neu. Wir haben hier auf der Karte exklusiv so eine Art Krankenhaus. Und dann gibt es noch so ein Hochhaus und allerlei neue Lager. Also einiges neu zusammengekommen. Ist hier auch alles auf der Navisgain. Also. Was wollte ich sagen? Das Krankenhaus ist in der zentralen Stadt, also in Dearsville, wo wir vorhin schon mal dran vorbeigejumpt sind. Also in der zweiten Folge. Oh. Ja, aber toll, die ist ja hier auch in der Nähe. Ich meine, dann können wir uns da... Eben, das wird die ist relativ... Ausflüge, die Navisgain ist einfach klasse. Also, aber Höhlen gibt's auch noch, oder? Das weiß ich nicht, ob es hier auf der Navisgain Höhlen gibt. Keine Ahnung, vielleicht. Das wissen wir nicht. Was es aber gibt, ist immer noch die Westernstadt. Was sind das hier für neue Bäume? Was ist das? Das ist so ein Gilly-Baum. Der ist versteckt. Gilly. Kennst du den Gilly, den Anzug? Der Tarnanzug. Meistens haben das, das ist ja wirklich ein Baum. Meistens haben das Scharfschützen. Ein Gilly-Anzug. Das ist, man nennt diese Leute dann auch ein Gilly. Und, das ist jetzt halt ein Gilly-Baum. Genau so ja, alles, ihr müsst ja mal anschauen hier. Das sind so kleine, das sind Gilly-Bäume. Ja, ja. Die sehen so zerfuddelt aus. Das sind wie Gilly. Da liegt hier eine Axt nach der anderen. Ja. Meat Metal. Gilly-Bäume. Ja, ja. Meat. Glaub mir halt nicht. Doch, doch. Ach du Arsch. So, ich geh schon mal verkleiden. Ja. Wie viel Holz hast du denn? 1300 irgendwas. Ja, das hat für so viel gereicht, was ich da geschafft habe. Irgendwas ist da in der Ferne. Und dann komme ich, wenn ich das fertig verkleidet habe, komme ich wieder raus und hole neues Holz. Ja, ich mache jetzt erstmal. Da ist eine Sau. 100 Wood Frames wieder. Nee, von Baum zu Baum, von Gilly zu Gilly. Ah, die Nummer. Ich hab die Sau erlegt. Mit einer Pistole, wie ich gehört habe. Nein. Mit einem Pfeil und Bogen. Klang aber so nach Peng. Oh, nee, das war, Level wenn 4. Denn... Boah. Das war dann wahrscheinlich ich, das Peng. Achso. Oh, mein, ey. So, das wäre fertig. Komm, Schweinchen. Nein, da kommt doch jemand. Oh, noch so ein Dicker. Ha! Voll Headshot. Construction Tools bin ich jetzt auf 11. Sag mal, ist das normal, dass hier an der einen Säule liegt so ein kleiner... Ja. So ein ja, das... Es war nur, um zu gucken, ob wir das eventuell überall machen. Wir sind uns noch unsicher. Alles klar. Ja. Keiner lässt mich hier in Ruhe die Sau ausnehmen. Ich glaube, es hakt.
kostet jetzt auch nicht mehr so viel Ausdauer wie damals. Also es hat sich so viel verändert. Da kommt jemand rein, ich muss draufhauen. Nee, bin nur ich. Alles gut, Fleck. So. Wollt ihr doch da unten gucken, da ist irgendwas. Ah, Kohle. Was hab ich denn noch? Ein Kohleflöz. Es wird weniger. Hab ich Hunger? Oh ja, ich hab Hunger. Geh mal ans Campfire, da müsste frisch Sherrod Meat, also Essen drin sein. Fleisch. Fleisch, lecker Fleisch, Flag. Alles klar, gleich da. Also im Campfire ist was drin. Da steigst du ja auf wie bekloppt. Da. Campfire. Okay, Jenny. Jenny wird aufsteigen wie irre, weil sie da die ganze Zeit ihre Woodframes craftet. Ja, und Bäume fälle deswegen, ne? Das gibt auch immer extrem viel. Hm? Ja, Miss Crafting. Gute Schnitzel, Wellness plus eins. Der Dude Schnitzel, ja. Ich brauche noch was. Verdammt. Ja, diese Axt, ne, die haust ja wirklich weg wie nischt. Nochmal Wellness plus eins, ist ja der Hammer. Also ich muss sagen, wir kommen hier echt gut voran, ne, was der Ausbau anbelangt. Ja, total. Na, warte mal, bis die erste Horde hier war. Aha. Solange sie mir nicht die Balken und alles einreißen, ist mir das alles egal. Ich glaube, das erste Mal, wo wir in der Kirche überfallen waren, haben sie sich unten drunter durchgebuddelt oder so eine Schose. Also die Kirche ist da sehr, sehr anfällig. Ja, sie ist jetzt nicht gerade ein nettes Plätzchen, wenn eine Horde kommt. Ich sag's mal so, also die ist relativ schnell durch. Oh. Hast du gehört, die ist ganz schnell durch, Fleck. Können wir ganz schnell essen. Nein, wir machen ja lecker. Ja. wir machen, jetzt meine... Nein! Wir verkleiden die mit... Wir haben ja Minen. Wir werden alles vermieden. Nein! Hast du auf. Ja. Da hat sie weiter... Oh Gott, sie hat weiter gewurschtelt. Ich glaube, ich muss nochmal Holz holen gehen. Ja, ich hab einen Hirsch. Ja, sie hat weiter gewurschtelt. Da gebe ich dir vollkommen recht, Fleck. Weiter, wer? Ich? Was hat denn jetzt schon wieder jemand? Na, ich. Du da. Ich, du, wer? Na, ich. Ja, ich. Ja, mei, das will ich schon nicht. Ich hab weiter gewurschtelt. Geht's euch noch gut? Kennt ihr das wirklich mit diesem Bayerisch? Ich kann das nicht. So. Also, wenn es danach geht, da haben mich ja schon einige Abonnenten irgendwo hingesteckt, wo ich gar nicht hingehöre. Von daher. Unser bayerisches Mat. Oh! Ich bleib bei Icke. Ich mach die Tür auf und da kommt hier die Zombie. Was waren die denn hier? Die zombitöse Möse. Ne, es sind lauter Krabbler. Ich weiß nicht, was die hier alle machen. Ja, die krabbeln halt. Ja, wusstest du noch nicht? Es gibt auch Zombies, die krabbeln. Oh. Lässt du die jetzt hier rein? Ja, hallo, Danny. Ich bin ja beim Schießen. Locker bleiben. Danny, du weißt ganz genau, dass nur wir beide wieder das hier wuppen müssen, ne? Naja. Ja. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich einen Fleck noch erzogen kriege und so, weißt du? Oh. Ach, ja, hallo. Der Fleck, der wehrt hier gerade Zombies ab. Mach mal weiter, machst du gut. Mir ist das jetzt blöd in diesem verbrannten Biom, ne? Mir ist, glaube ich, auch bald sau warm. Die standen da draußen alle vor der Tür und wollten rein. Der dritte, ach hier. Ja, ich muss mir schon wieder das Splint bauen. Ja, du schaffst das ja immer, ne? Hallo, letzte Staffel hat sich Jenny die ganze Zeit die Beine gebrochen. Hallo? 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 Hat sie das? So, was ist das hier? Jetzt muss ich erstmal eine Tablette fressen vor lauter Begeisterung. Boah, ich merke gerade, wie viel man essen muss, um mal hier satt zu werden. Das ist schon ein Stück, ey. So. Mach mal die Zombies klein. Zombie klein, lecker. Da kommt noch ein Zombie. Ich glaube, das war so eine Wanderhorde, die hier vorbei ist. Wanderhure, nein. Ja, die sollen...
weiß gar nicht, ob sie da was verändert haben. 14, hi, Jenny. 20 brauchen wir. Ja, 8 sind doch noch in der Kiste. Was sind 20? Na, für ein Bello. So viel geworden. Ja, aber die waren vorher am Bello, haben 10. Ich hab kein Pfeil und Bogen, kein Pfeil mehr. Ja, ich muss jetzt erst mal ausgehen. Was fehlt mir denn für... Ach, ich jetzt... jetzt weiß ich, was mir für Pfeile fehlt. Ich hab mir das ganze Holz verballert. Was? Hat das ja so 300 Holz? Ja, die hab ich alle verbaut in der Kirche. Oh Mann, gerade. Ey. Mal ganz, ganz fix kurz. Obwohl, was ist dieses eine Ding? Ich mal mit. Warum gibt's denn hier nur noch so kleine Pissprimeln an Bäumen? Pissprimeln, hast du gehört? Ja. Das sind die Gillies. Pass auf, er steht vor einem Gilly. Ja. Ich rede nicht mehr mit ihm. Dicker Baum. Er hört dir einfach nicht mehr zu. Nein. Niemals. Und dabei waren das ein paar Sekunden. Der greift doch nicht mal diese 10-Sekunden-Regel. Ja. Das, wo ich eben. Das erklärt habe. Doch, schon. Nein. Und zwar habe ich nach 10 Sekunden vergessen, was du gesagt hast. Egal, was es war. Ja, ich glaube auch. So, jetzt hau ich hier den Baum um. Da gehen wir nicht rein. Nein, da gehen wir nicht rein. Nein. Nein, wir gehen da nicht rein. Alles gut, ich muss das hier nochmal klären unter uns. Alles klar. Gut. Es regnet und ich bin 4%, 5% feucht. Ja. Alles klar. Müssen wir nicht eigentlich aufhören? Ich glaube ich ja. Ich hatte keinen Blick für die Uhr, muss ich gestehen. Ich glaube ja, bin mir nicht sicher. Ich habe keinen weiß Blick. Also wir nehmen 1:40 auf. Ja, es kommt sogar hin. Sogar 1:50 schon. Es kommt hin. 1:50 und wir haben gerade mal 4 Folgen. Was ist da passiert? Wo haben wir denn so lange aufgenommen? Was ist da los? Also es kommt hin, wir müssten raus, ja. Aber es ist doch gerade so schön. Ja, aber irgendwann, ja, man soll ja mal aufhören, ja, wenn es am schönsten ist. Aber es geht ja auch nächstes Mal weiter, Jenny. Genau. Dann geht's ja auch weiter. Ja, da muss Fleck hier ganz viel auskleiden. Bin ja dabei, ich hole ja schon Holz für einen Bekloppter. Und, ich hab die Wüste gefunden. Jenny, Wüste. Dann bring mal Sand mit, wenn geht. Für Gläschen. Aber erst in der nächsten Folge, ihr Lieben. Bye, 7 Ways to Cry. Bis dann. Tschüss. Den einen muss ich jetzt noch setzen, so. Setz mal. Oh, macht total Spaß wieder in der Kirche. Ich war verzaubert. Ja, finde ich auch gut, dass wir die wieder haben. Ja. Freue mich richtig. Da kommen so richtig so die nostalgischen Gefühle. Wow. Ich erbe noch hier, Windy. So, wollen wir raus? Oder wie? Dann raus mit euch. Schusch.